Heute zeige ich euch, wie ihr mit Pinterest Ads eure eigene Kampagne an den Start bringt und eure Pins bewerben könnt. Herzlich willkommen im Trusted.de Freelancer Spotlight, eurem frischen Format mit Tipps und Tricks für Freelancer. Heute mit dem Thema Pinterest Ads. Seit Februar 2019 sind die Ads auch als Feature in Deutschland verfügbar. Deutsche Unternehmen und Freelancer können dort also auf dieser sehr spannenden, dynamischen Plattform ihre Produkte und Dienstleistungen bewerben. Und wie ihr das anstellt, ja, und das ist wirklich kinderleicht, das zeige ich euch bei mir am Computer. Wir sind jetzt nun in der klassischen Pinterest-Übersicht, wie ihr sie kennt. Und es gibt hier zwei Wege, wie ihr eine Ad bei Pinterest schalten könnt, einen kurzen und einen etwas ausführlicheren. Ich werde euch jetzt schnell beide vorstellen, sodass ihr wisst, was die Vor- und Nachteile der beiden Methoden sind. Erstmal geht ihr ganz klassisch vor, ihr legt einen Pin bei Pinterest an. Also auf das kleine Symbol klicken, Pin erstellen, wie ihr das kennt, und dann ladet ihr den Pin hier hoch, legt eine Überschrift an, eine Beschreibung und eine URL optional. Das wäre jetzt sehr zu empfehlen für unser Marketingbeispiel, und wählt eine Pinnwand aus. So, ich habe das schon mal gemacht. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, habe ich hier diesen Pin angelegt. Der taucht jetzt mehrfach auf, weil ich den in verschiedenen Boards gepinnt habe. Wir gehen jetzt davon aus, ich möchte diesen Pin bewerben mit einer Ad. Dieser Pin führt auf einen Blogartikel von mir und ich möchte da einfach mehr Traffic drauf haben, und zwar auch wirklich Traffic von Leuten, die das Thema interessiert. Dazu gehen wir in unseren Pinterest-Überblick, ganz klassisch. Und ja, haben jetzt zwei Modi, wie ich schon gesagt habe, um eine Ad zu schalten. Einmal gehen wir für den schnellen Weg wieder auf dieses Symbol und jetzt nicht auf Pin erstellen, sondern auf Anzeige erstellen. Da klicken wir rauf und wir sehen schon, mein Pin befindet sich hier in der engeren Auswahl. Den klicke ich wieder an, gehe auf Weiter. Und schon habe ich hier die Übersicht, meine Ziel-URL ist hier zu sehen. Ich kann ein tägliches Budget festlegen, kann entscheiden, ob die Kampagne dauerhaft ohne Eingrenzung oder für einen bestimmten Zeitraum laufen soll. Und hier bei der Zielgruppe kann ich sie über Keywords festlegen. Hier hat Pinterest schon automatisch Vorschläge gemacht. Ich kann jetzt noch sagen, ich möchte beispielsweise auch Menschen adressieren, die Content-Marketing interessant finden. Und vielleicht noch hinzufügen, Blogging als weiteres Stichwort, jetzt Englisch natürlich nicht, oder machen wir mal lieber Bloggen für Anfänger, da war es schon zu sehen. So, haben wir das auch noch mit drin. Und wenn wir jetzt auf Bewerben klicken, dann wird dieser Pin promoted. Was bedeutet das? Einmal taucht er im Startfeed auf. Das ist das, was euch begrüßt, wenn ihr euch bei Pinterest einloggt. Also diese Übersicht hier, und bei Personen, die jetzt entsprechenden Interessen nach den Keywords teilen, wird dieser Pin dann sichtbarer. Er kann aber auch durch die Suche hier, wenn ich dort Begriffe eingebe, prominenter in den Suchergebnissen angezeigt werden. Das ist der schnelle Weg, um eine Ad bei Pinterest zu schalten. Jetzt haben wir noch einen etwas längeren, der sich aus meiner Sicht aber viel mehr lohnt, weil der Nachteil bei der schnellen Variante ist, dass wir zwar ein gewisses Targeting vornehmen können, aber uns fehlen ja ganz wichtige, elementare andere Daten, beispielsweise das Geschlecht können wir nicht festlegen, wir können auch nicht die Interessen so richtig differenziert einstellen und auch nicht nach Region den Pin promoten. Also nehmen wir jetzt die ausführlichere Variante, wir gehen hierfür links oben auf Anzeigen und klicken auf Übersicht. Ach nein, das ist der Manager, das ist dann quasi eure Detailanzeige, dazu komme ich gleich. Nein, wir gehen auf Anzeige erstellen natürlich, weil zu dem Zeitpunkt haben wir ja noch keine. Und hier seht ihr, dass es bereits ein völlig anderes Menü euch zur Verfügung steht. Und wir können hier vier verschiedene Ziele einstellen. Einmal die Markenbekanntheit. Das bedeutet, ihr werdet, also eure Marke und eure Produkte werden im Pinterest-Universum sichtbarer und prominenter. Hier bei Traffic wird der Pin zwar auch sichtbarer, da ist das Markenziel aber ein anderes. Ihr wollt Traffic von Pinterest auf eine Wunschseite, das kann eine Landingpage sein oder eine Shopseite, weiterleiten. Wir können auch einstellen, dass wir mehr Videoaufrufe haben möchten, und App-Installationen wollen wir auch vermehren eventuell, und das wäre dann dieses Ziel hier, was wir einstellen müssten.
Nun geht es zu den Details. Wir können das alles so lassen, wie es hier voreingestellt ist, mit Datum, Uhrzeit und einer Kurzbeschreibung. Ich möchte meinetwegen noch sagen, zur besseren Übersicht machen wir Traffic bloggen. Und mein Laufzeitbudget soll mal bei 100 Euro liegen und das Tagesbudget bei 10. Nun habt ihr im Wesentlichen schon viel eingestellt. Hier haben wir noch die Option, die Anzeige zu einem Karussell zu machen. Karussell müsst ihr euch vorstellen wie eine Art Rotunde mehrerer Pins. Die Funktion ist noch nicht für jeden Pinner freigeschaltet. Ich glaube, es sind dann bis zu 5 Pins, die man in einem Karussell unterbringen kann. Das wäre jetzt vom Thema ein bisschen weg. Wenn ihr diese Funktion habt, guckt euch das gerne mal an. Hier vermittelt Pinterest auch noch weitere Informationen, was es damit auf sich hat. Und dann könnt ihr, wie gesagt, mehrere Pins in Reihe bewerben, die dann so als Karussell auch bei den Nutzern ausgespielt werden. Ja, dann haben wir schon mal die rudimentären Sachen geklärt. Klicken auf Weiter und hier seht ihr auch wieder, wir haben einen ganz anderen Zielgruppenmanager. Wir können beispielsweise nach Geschlecht auswählen, die Zielgruppe. Wir können in der Zukunft wahrscheinlich nach Altersgruppe auswählen, denn das Targeting nach Alter ist bisher nur in den USA verfügbar, aber ich bin mir sicher, das wird auch bald Europa und Deutschland erreichen. Apropos Deutschland, hier können wir auch bestimmte Standorte auswählen, wenn ich sage, ich möchte, dass mein zu bewerbender Pin nur in Österreich und Deutschland ausgespielt wird. Schweiz ist leider noch nicht dabei, wird sicherlich noch kommen. Also Pinterest rollt dieses Feature nach und nach in den verschiedenen Ländern aus. Das kann ich hier also einstellen. Und sehr nützlich finde ich auch diese Funktion, dass wir nach Sprache auswählen können, weil was bringt ein deutschsprachiger Pin einem englischen Nutzer? Eher nicht so viel. Also können wir auch hier eingrenzen. Dann nach Geräten, da sehen wir auch Web, Mobile, Android oder iPad, iPhone. Und hier ist auch nochmal eine interessante Option, die Platzierung der Anzeigengruppe. Das ist das, was ich vorhin sagte. Browsen bedeutet, der Pin wird im Feed beim Scrollen angezeigt, während sich der Nutzer durch das Pinterest-Universum klickt. Beim Suchen wiederum wird der Pin prominenter bei einem Suchergebnis ausgespielt. Pinterest empfiehlt, beides mitzunehmen. Ich muss ehrlich sagen, bei einem durchschnittlichen Cost per Klick von 8 Cent macht ihr da nichts verkehrt, wenn ihr beide Varianten unter ein Dach holt. Jetzt können wir noch bei Interessen genauer festlegen, wo wir den Pin ausspielen wollen. Wenn es jetzt um das Thema Bloggen geht, könnten wir hier nochmal die Interessen bei meinetwegen Bloggen oder Digital Marketing, Online Marketing, neue Medien und so weiter eingeben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch für einen Nahrungsmittelhersteller betreue ich eine Kampagne. Da haben wir auch Keywords genommen wie Detox, gesunder Lifestyle, gesunde Ernährung. Ja, und das sind dann Interessen, die könnt ihr hier auswählen. Oder ihr geht einfach direkt in die Vorschläge, in die Kategorien von Pinterest und sucht euch da die passenden Interessen raus. Hier wiederum können wir wie gewohnt Keywords festlegen. Ich würde das jetzt einfach mal exemplarisch machen und ihr seht bereits, die potenzielle Zielgruppengröße schränkt sich sofort ein und wir haben hier Bloggen, Content Marketing und so weiter. Pinterest empfiehlt, mindestens 25 Keywords festzulegen. Ich finde es ein bisschen viel. Wir machen bisher gute Erfahrungen mit der Kombination Interessen und Keywords. Da hatten wir, glaube ich, in der letzten Kampagne 8 Keywords. Und das hat gut funktioniert mit 3 Interessen oder 4 waren es, die wir rausgesucht haben. Ja, dann haben wir hier unseren Zeitplan und das Budget. Sagen wir, ich möchte, dass die Kampagne um 15 Uhr startet. Wir sprachen ja von einem Gesamtbudget von 100 Euro und einem Tagesbudget von 10 Euro. Das bedeutet, am 30. endet jetzt mal diese exemplarische Kampagne. Und hier lege ich nochmal das Budget ganz genau fest. Nein, das ist ein bisschen viel. 10 Euro, okay. Hier finde ich es wieder sehr interessant, dass wir das CPC-Gebot selbst festlegen können. Also die Pinterest-Ads werden gebotsweise ausgespielt, wie man das eben auch von anderen Marketingdiensten kennt. Und hier zeigt er mir auch an, okay, 11 Cent CPC wären ein gutes Gebot, um konkurrenzfähig zu bleiben. Wenn wir jetzt einstellen würden 5 Cent, dann zeigt er mir auch niedriges. Ja, also da gibt es schon Empfehlungen und bei den 8 Cent, die ich vorhin angesprochen habe, ist es ein gutes Gebot. Ja, aber ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist, weil einfach wir wollen natürlich konkurrenzfähig sein. Auslieferungsgeschwindigkeit, Standard oder beschleunigt, richtet sich danach,
ob der PIN sofort, also mit wirklich viel, ich sage jetzt mal lapidar Schmackes, an den Start gehen soll. Das kann dann auch ein bisschen von den Kosten her ja einfach sich anders zusammensetzen, ein bisschen teurer werden am Anfang. Pinterest empfiehlt hier Standard. Ich habe mit Standard auch immer jetzt gearbeitet und kann euch das empfehlen ebenfalls. So, dann habt ihr alles festgelegt. Ihr klickt auf Weiter. Und hier sehen wir schon, können wir auch wieder mehrere Pins. Das ist in der anderen Funktion übrigens auch so. Wir können mehrere Pins promoten, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf einen. Das wäre dieser. Ich sehe, wenn ich ihn anklicke, anhand des roten Rahmens, okay, Pinterest hat diesen Pin registriert, dass ich den promoten möchte. Dann gehen wir auf Anzeigen überprüfen und haben hier nochmal den Anzeigennamen, die Ziel-URL, den Pin. Und wenn wir jetzt auf Starten klicken, dann geht die Reise los. Es dauert ein paar Stunden, bis Pinterest eure Anzeige in der Regel freischaltet. Wenn das passiert ist, dann könnt ihr in den Pinterest-Anzeigenmanager gehen, den ich vorhin ja schon mal versehentlich aufgerufen habe. Und dazu geht ihr in eurem Interface auf Anzeigen und Übersicht. So, und hier haben wir mal, habe ich eine Testkampagne für mich mal gefahren von 41,66. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang, dass ich auf meiner Zielseite 542 Klicks hatte. Also da kann ich echt nicht meckern. Und ja, dann könnt ihr hier in der Übersicht sehen, welche Kampagnen ihr laufen habt. Und dann geht es auch ins Detail. Jetzt sieht man bei mir natürlich nicht so viel, weil das ein bisschen her ist. Aber dann habt ihr hier alle Daten, die ihr braucht und könnt ihr auch exportieren, wie euch ja das beliebt. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Pinterest-Ads. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Tooltip gefallen. Wenn ihr keinen Tooltip mehr verpassen möchtet und auch weiterhin über spannende Angebote und Artikel von trusted.de informiert bleiben wollt, dann abonniert doch den YouTube-Channel und am besten noch gleich den Newsletter dazu. So seid ihr immer auf dem Laufenden. Und ich sage noch zum Abschluss vielen Dank und bis zum nächsten Mal.